Hallo, heute melde ich mich aus dem Delfin Center in Bunbury. Wir haben uns gedacht, wir gucken uns ein paar Delfine an, aber jetzt haben wir festgestellt, außer dass es hier Bilder gibt von Delfinen, gibt es keine Delfine. Also ich zeige euch mal so ein bisschen, was hier ausgestellt ist. Es ist eher so ein großes Aquarium. Ein großes würde ich nicht sagen, ein kleines Aquarium. Aber gut, muss jeder halt selbst wissen, ne? Aber das Geld ist es leider, würde ich jetzt sagen, nicht wert. Ja. Also für alle, die Übergewicht haben, wie ich, hier gibt es ein Exemplar, was ich sage, ich nutze die Schwerkraft aus. Weißt du? So viel Platz hat er jetzt auch nicht, aber scheinbar macht ihm das nichts aus. So, dann gibt's, was gibt's hier Schönes? Also reißt mich jetzt alles nicht so vom Hocker, außer dass du hier halt Videos angucken kannst von Delfin. Gibt ja da gibt ja, keine Ahnung. Also ein Schweinegeld bezahlt für irgendwelche Aquariumgeschichten. Hier gibt es auch nichts. Also ich weiß jetzt echt, es ist einfach nur mal ein Schnelldurchlauf. Kann man hier sehen. Ja. Da kann man auch in den Zoo gehen. Was ist das? Ein Oktopus, eine Krake, die irgendwas frisst. Hier gibt es die Delfin-Diät. Und hier gibt es dann noch so ein Rondell, wo man zumindest simulieren kann, dass es Delfine gibt. Ich denke, ihr hört das Piepen, die um dich rumschwimmen, aber es ist halt, glaube ich, animiert, es ist nichts Reales. Die haben aber auch geschrieben, dass es hier nur, dass sie es nicht garantieren können, dass Delfine wirklich auftauchen. Aber dafür ist es, denke ich, mir zu viel Geld. Wenn man sich denkt, man hat die Möglichkeit, Delfine zu sehen. So, und schauen wir mal, was wir. Hier gibt es eine Delfinplaste. Ja, reißt jetzt auch niemand aus dem Sitz. Ansonsten, Kinder können hier malen, das können sie im Kindergarten auch. Dafür brauchen sie nicht hierher zu kommen. Wieder mehr 3D-Animation, wo sie halt irgendwie Wissen vermitteln wollen. Wahrscheinlich alles teuer und aufwendig, deswegen müssen sie so viel Geld nehmen. Delfin Discovering Center. The story of the Kumbala Bay dolphins goes back thousands of years, well before the dolphin discoveries. And the Lumau people have lived in this area for a while. Und so weiter und so fort. Also ja, kann sich wahrscheinlich jeder im Internet anschauen. Das war also die Theorie, was ich hier erleben wollte. Und die Praxis sieht halt so aus. Also wie gesagt, wer mal nach Bunbury kommen sollte, ins Dolphin Center, kann sich das Geld sparen. Das reicht, wenn man am Strand ist und guckt, ob die da ankommen.
wo ich nicht weiß, ob das Grundstück denen gehört, dass sie denn dann Geld haben wollen. Gut, ich denke, wir haben jetzt hier einmal rum. Das war's, Leute, für heute. Ein kurzes Video. Ich kann mich noch mal von draußen melden nachher. Aber was, da gibt es nicht mehr jetzt zu sagen. Wir sind einmal rumgegangen in 5 Minuten. Bis bald. Tschüss.